Shovel Knight.io, Shovel Knight.io. Willkommen zurück zu Shovel Knight.io mit Zimbel.io und today we are going to... Holy fuck, ist das Spiel laut auf meinen Ohren. So, und heute werden wir uns erstmal die Rüstung wechseln. Oder wollen wir mit der rutschigen Rüstung spielen, wo wir weniger Schaden kriegen? Ich weiß ja nicht. Es wirkte nicht so, als würde ich viel weniger Schaden bekommen. Wir haben übrigens 4000 Gold, weil ich letztes Mal am Ende der Folge noch die Stage angefangen habe und die habe ich noch fertig gespielt. Propeller Knight, viel runterfallen mit rutschiger Rüstung. Ich glaube, ich verzichte darauf, solange ich die Stages nicht kenne. Zudem mag ich diese Aufladung. Diamant Knight. Der will be Diamond. So. Diese nach unten Aufladung finde ich auch ziemlich cool, ehrlich gesagt. So, dann gehen wir doch mal zum lieben Propeller Knight. Nachdem wir letztes Mal den Tinker Knight besiegt haben im Clockwork Tower, gehen wir jetzt zum Flying Machine. To the Lair of the Propeller Knight. Oder so der Propeller Knight. Oder so aussieht. Aber nur der Helm. Justice in Spades. Ah, das fängt schon so an. Da will ich jetzt gar keine Probleme sehen. Nie wieder. Oh Gott. Ja, es fängt so an und es geht so weiter. Oh, die Musik ist schön. Okay. Bin ich dumm oder? Meine ich eine Plattform? Hä? Warte mal. Okay, nochmal. Wir schaffen das heute noch. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind reich. Oh, die Musik ist echt schön. Eins und zwei. Eins und zwei. Eins und zwei. An die Leiter ran und hoch. Gut, da ist doch nichts Schlimmes. Oh, wir haben einen Schatzhaufen gefunden. Einen versteckten. Aua. Was macht der Typ hier? Ah, der teilt sich auf, sobald er uns erreicht hat. Ist natürlich nett. Sollten wir erstmal unsere Unverwundbarkeit nehmen. Und wenn wir Glück haben, gibt es in der Stage die letzte Fähigkeit. Wenn ich so sehe. Kann man eigentlich links über die Wand rüber? Ich bezweifle es mal. Aber wir schauen einfach mal. Warte, nochmal ein angesetzter Sprung. Nee. Dummer Käfer. Dieser Käfer, er wollte uns aufhalten. Dabei wollen wir doch nur Shield Knight rächen. Und zum Tower of Fate. Weg. Okay, ein bisschen Money. Oh! Ein bisschen ist gut. Ich hoffe, der Propeller tut einem nicht weh. Nein, tut er nicht. Wir sind einfach nur auf einem gigantischen Luftschiff. So. Entschuldigung, Geld. Alter. Überhaupt nicht nervig. Was ist für ein... Kann man hier irgendwo durch? Nee. Also kann ich versuchen. Alter. Nicht mal mit letzten Pixel abspringen. Ja, vielleicht mit dem letzten Pixel hat es geklappt. Alter. Chill. Chill. Chill deinen Kampfstil. So und zack. Oh, $200. Ich bin rich. Oh, hallo, Kanonenkugeln. Explodieren. Und sie an der Wand berühren. Hallo, riesiger Erdhaufen, den ich pow, mit einem Schlag aufschaufel. Kann ich doch bestimmt so machen. Yo. Ich bin hier voll der Checker. Hab schon 100 Mal durchgespielt, scheinbar. Sorry. Not today. Ach, fuck you. Ah. Da wollte ich runterhüpfen und bin gegen die Decke geknallt. Ah, aber es ist auch böse. Stacheln an der Decke einfach an so einer Stelle. So. Den ignorieren wir. Wir verschwenden jetzt ein bisschen mehr Mana. Okay, ich wurde nach hinten geworfen, weil ich die Kanonenkugel getroffen habe. Ich wollte springen. Okay. So.
So. Ich bin echt nach links gekommen, weil dieser Typ mit seinem Propeller, obwohl er in mir drin war, mich nach rechts drücken konnte. What the fuck? Würde ich ja eher als Glitch zählen. Er stand einfach in mir drin. Wie soll er mich denn in eine Richtung drücken? Wenn ich neben ihm stehe, ja. Oh. Hasst mich doch gleich, Spiel. Warum tust du mir das an? Ich will doch hier glücklich durchschaufeln. Und du tust mir einfach weh. So. Heute nicht. Manchmal müssen wir jetzt auch nicht nach oben hüpfen, um unser Zeug zu holen. Ja, what the fuck? Okay, wir sehen, wo die Kanonenkugeln abprallen. Okay, wunderbar. Boah, Alter, ist hier viel. Wir sind ja mal ziemlich glücklich, dass wir hier es hier durchgeschafft haben. Was? Ausweichen? Was ist Ausweichen? Kenne ich nicht. Oh Gott, was erwartet mich hier? Ich schlag euch einfach mal. Hier, nehmt die Bombe zurück. Okay. Ihr seid nicht so schnell, wie ich erwartet hätte. Aua. Okay, besiegt. War ja easy. Hätte noch ein bisschen stärker sein können. So. Oh, cool. Ich wollte einfach nur schauen, ob da was ist. Dachte uns. Okay. Ich dachte scheinbar, wenn das nicht markiert. Na egal. Hätte ich auch mit den Kanonenkugeln nach oben gehen können. Nee, scheinbar nicht. Okay, seltsam. Warum sind die Kanonenkugeln hier nicht mehr? Ich hab die angepupst. Ich dachte gerade, ich kann nur durch den Boden durch, aber ich komme ja gar nicht dahin. Aber hier. Alter. Was? Achso, die gehen nacheinander. Das ist mir gerade schwerer vorgestellt, als es war. Ich war gerade so, hä? What the fuck? What is this magic? Wunderbar. Haben wir es erfolgreich an dem auch vorbei geschafft. Auch wenn es recht knapp war. Dann könnte man eigentlich den zweiten Checkpoint in der Stage kaputt machen, wenn man hier normal spielt. Auf jeden Fall, weil die Chance da zu sterben ist sehr gering. Weil es hier nicht solche Abgründe gibt. Für 100 tüpfe ich da nicht runter, nee. Ach. Nein, oh Gottes Willen. Nein, du gehst weg. Alter, ich weiß, ich habe hier schon Gegenwind und dann kommt noch dieser Typ wieder drauf. Hohoho. Auf Ladeschlag. Um Gottes Willen. Da ist gerade das Steam Overlay drüber, das macht es nicht besser. Nutze jede Sekunde, die du hast. Ah, okay. Ja, Checkpoint. Ja, jetzt gehen die ab und zu aus. Natürlich toll. In Anführungsstrichen. Besonders, weil hier nochmal überall Stacheln sind. Stirb, Ratti. Gehst du nicht aus? Ne, scheinbar nicht. Wir leben aber erstaunlich gut. Das war's mir wert. Hüpfen wir einfach weiter, bevor wir hier weggepustet werden. So. Aha! Nein! Fuck! Wir leben erstaunlich gut, wie gesagt, ne? Weil uns nichts und niemand aufhalten kann.
solche Sätze klingen mit passend zu der Musik immer schön. Ich mach mal hier auf. Hatte sicherlich kein Problem mit der Propellerpups. Komm mal rein. Raus hier. Aha. Raus hier. Aha. Weil das Sunlock. Geld! Nein! Das ist runtergefallen. Danke. Die ist gelb, scheinbar freundlich, also. Ach, ich hab's doch gesehen. Ich wollte nach unten und X drücken, weil ich einfach nach unten lenken wollte. Dann verreck ich einfach direkt. Wo bist du, böses Spiel? Besonders um da jetzt ranzukommen, was ich darf hier einfach an die Stacheln ran. So, okay, ich habe mich unverwundbar gemacht, habe zwar nichts berührt, aber man muss ja safe sein. Alter? Chillspiel. Übertreib halt noch mehr mit der Strömung. So, okay. Keine Strömung mehr? Okay, wir haben das auch geschafft. Gottes Willen. Oh, in der ersten Stage durfte man euch die Köpfe abschlagen. Aber egal. Schauen wir mal, was der Propeller Knight zu bieten hat. Okay, man kann runterfallen. Oh, my petite blue friend. The sunset, she is beautiful, no? Es ist Solaire, der redet auch über die Sonne. Es muss einfach Ritter Solaire sein. Get down here and ask woman, Ritter. Get down here and face me, you gyroscopic jester. Oh, so gut. My crew, they were no hospitable? Nein, hospitable. Hispotable, hospitable. My ship, it was not magnificent. I am not here to be entertained. I must reach the Tower of Fate. All business, no pleasure, such a shame. Very well then, en garde. Da lacht er noch. Aua. What the fuck? Don't fuck me. No. Tschüss. Ah, du hast dich getroffen. Du willst Propeller... Oh. Oh Gott. Warum sind... Ja. Au. 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 Egal, ich treffe ihn eh fünfmal und er trifft mich einmal. Ich kann nur gewinnen. Ja, Gott sei Dank. Oh, er hat sogar noch eine Rose beim Sterben verloren. Und Tränen. Sehr schön. Aber der Schaufelritter lässt sich nicht mal von einem propellerigen Propellermann propellieren. Wir haben 10.000 Dollar. Habe ich das richtig? Oh Gott, wir sind wieder so reich. Jetzt kommt wieder die Epic-Kampf- und rette die Schildlady-Stage, wo ich die Schildlady beim letzten Mal nicht gefangen habe. Weißt du, immer fange ich sie, aber im LP fange ich sie natürlich nicht. Oh nein, Shield Knight, don't fall. Don't fall in my dreams. Safe, okay. Boah, kaufen die viel Geld, die Propeller-Dinger. Aber ich muss weg. Die Pflicht ruft. Ja, das war ein schönes Ergebnis. Hab die beiden Propeller-Typis besiegt. Oh. Nicht die Geld. Visit the Gastrostaurant. To get more nom nom life. Und der letzte Bereich eröffnet sich.
Was erwartet uns? Der Tower fällt. Am Ende der Welt. Jo, Weltmusik ist anders. Was soll's? Erstmal hier hochklettern. Bin komplett den falschen Weg gelaufen eigentlich, aber egal. Dann gehen wir da hoch. An Sir Cock vorbei. Nein, nicht runterfallen. Böser Shovel Knight. Feuer frei! Gib mir dein ganzes Geld. Yes! Ja, ich habe Zettel gefunden. Oh, 16.000 Gold. Das mache ich nur damit. Und ein Meal-Ticket. 10 Leben, 100 Mana. Alles perfekt. Die letzte Mahlzeit für den großen Kampf. Irgendwas Grünes. Warum nicht? Was mache ich denn mit 16.000 Gold? Also 8.000 kann ich schon mal für die Goldrüstung ausgeben. Hast du noch was im Angebot? Propeller-Dagger. Saw through the Skyblade first. Ah ja, man kann sich da so ein bisschen durch die Gegend schießen. Sowas wie die Iron Knuckle, oder wie heißt das? Dust Knuckles. Bloß in, ich brauche keinen Block, um zu fliegen. Dann könnte ich ja eigentlich theoretisch diese Geld Stage noch ausprobieren. Aber da ich gerade mein ganzes Gold nicht verlieren möchte. Man fragt sich ja warum. Gehen wir noch zu dem netten Herrn und holen uns die letzte Rüstung, die man sich hier kaufen kann. Deckt out, ja. Warum ist da eigentlich noch ein Platz frei? Egal, womit nehmen wir wieder unsere goldene Rüstung, unsere diamantene Rüstung. Und verkrümmeln uns. Tschüss. Und ich habe gehört, hier gibt es ein bisschen gratis Gold abzustauben. Ich bin der Propellerkönig. Ich habe mir wenigstens die Mechaniken der Waffe beigebracht. Vielleicht bringst du uns ja irgendwas. So, da ist ein bisschen Mana. Boah, war das knapp. Da brauche ich nicht mal den Propeller. So. Da könnte ich den nutzen. Okay. Es war ein bisschen gefährlich. Hier kann ich einfach so durch. Okay. Du bist ein normaler Feind. Wie soll man das denn schaffen? Brauche ich den? Ja, ich hätte den Feind nutzen sollen. Aber die können doch nicht so mit Feind. Also. Ich kann es verstehen, wenn man es ohne Feinde irgendwie schafft. Aber einen Feind als Mechanik einzubauen, finde ich ein bisschen doof. Aber gut. Spawnt er? Ja. So, nochmal dadurch. Geht ja alles easy. Ja gut, ich kann die Kiste im besten Fall auslassen. Oder einfach so rumgehen. Hahaha. Brauch den Feind nicht mal. Bin einfach dumm und war zu feige, weiter nach rechts zu gucken. Ja, danke. Danke. Ein bisschen Mana, zwar nicht voll, aber wenigstens etwas. Ich dachte, der blitzt vielleicht 3 Sekunden oder so, dann blitzt es einfach 10 Minuten. Aber egal. Das erste Stück durch die Stage schaffen wir recht flott. Sollte mir doch zu oft verrechnen, lasse ich es vielleicht sogar. Nein. Ja, die Waffe meistern. Und was sagt mehr als du hast die Waffe gemeistert, als die Stage der Waffe zu schaffen? So. Ha, ups.
geht doch alles ganz gut. Jetzt sind wir eh schon wieder da, wo ich gestorben bin, glaube ich, ja. Jetzt den ganzen kompletten Rückweg ja irgendwie schon. So? Okay, das habe ich auch verstanden. Ja, ja, Spiel, du willst mich hier austricksen. Aber ich weiß schon, wie der Hase läuft. Oder der Maulwurf. Oh nein, Zombie hat ein Gold liegen lassen. Aber dafür hat er die fette Truhe am Ende. Wunderbar. Haben wir das auch noch geschafft. Ja, und ich würde sagen, beim nächsten Mal... Tower of Fate Entrance, ne? Zwei Stages mache ich einfach beide im nächsten Part. Keine Ahnung, wie lange es dauern wird. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Beim vielleicht Finale, beim Shovel Knight. Wenn es länger dauert, schneide ich es einfach nochmal in Parts. Mal gucken. Bis dann. Hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dann. Tschüss. Bis dann, euer Zimbel Rittermann.